Liebe Freunde, ich melde mich wieder hier aus unserem Kloster in Medjugorje. Die Eucharistie und die eucharistische Anbetung ist in Medjugorje etwas Besonderes. Die Menschen können sich noch nach vielen Jahren daran erinnern, obwohl sie vielleicht ganz zufällig von mir hierher gekommen sind. Das berichten mir sehr viele Menschen in Österreich und in Deutschland. Ja, es ist die Erfahrung am Abend, wo alles still wird nach der Eucharistiefeier. Alle sind versammelt, es sind Hunderte und Tausende Menschen, die ganz still sind. Und es senkt sich wie eine Wolke, wie damals über das Offenbarungszelt im Alten Testament in der Wüste oder am Berg der Verklärung. Eine Wolke, die Gottes Anwesenheit, ja, die Liebe Gottes wird erfahrbar. Jesus ist in jedem von uns, ja, und er ist vor uns im eucharistischen Brot. Und die Anwesenheit Gottes bewirkt, dass da sehr oft Folgendes geschieht. Mir ist das sehr, sehr oft geschehen. Ja, Gott liebt mich mit einer Liebe, die mich niemand lieben kann. Aber er liebt auch alle anderen Menschen, die dort anwesend sind. Auch diejenigen, mit denen ich vielleicht im Konflikt bin. Und ich bekomme dort aus dieser Liebe die Kraft zur Umkehr. Ja, die Kraft, Gott näher zu kommen und den Menschen näher zu kommen. Aber dieses Zentrum von Medjugorje hat einen Ursprung. Ja, wie ist es entstanden? Wie hat der Heilige Geist hier in Medjugorje gewirkt? Darüber möchte ich ganz kurz vielleicht ein paar Worte heute sagen. Es war im Jahr 84. Der Heilige Geist hat gewirkt und es war schon ein Jahr, als die kleine Jelena Wassil, 12-jährig, damals den Impuls gehabt hat von der Gottesmutter, sie soll zu den Priestern gehen, dass sie einmal die Pfarre sammeln. Und sie hat das am Anfang des Jahres gesagt. Und wirklich haben sich die Priester dann entschieden, am Donnerstag vor dem Aschermittwoch, das war der 1. März damals, dass die ganze Pfarre eingeladen wird, nach der Heiligen Messe zur eucharistischen Anbetung. Und am selben Abend kommt dann die Seherin Maria Pavlovic und bringt die folgende Botschaft. Liebe Kinder, ich habe diese Pfarre auf besondere Weise auserwählt und möchte sie führen. Ich behüte sie in Liebe und wünsche, dass ihr alle mein werdet. Ich danke euch, dass ihr heute Abend meinen Ruf gefolgt seid. Ich wünsche, dass ihr immer in immer größerer Anzahl hier mit mir und meinem Sohn seid. Ich werde jeden Donnerstag eine besondere Botschaft für euch geben. Ja, das war die erste Donnerstagbotschaft, wie wir sie nennen. Und Maria hat begonnen, den Menschen, den Pfarrangehörigen hier in Medjugorje, jedes Mal eine Botschaft zu geben. Nach der Anbetung haben die Menschen, als sie nach Hause gegangen sind, die kleinen Zettelchen in die Hand gedruckt bekommen, wo sie dann das, was der Wunsch der Gottesmutter war, versucht haben, in der ganzen Woche zu leben. Sie haben sich alle schon gefreut auf diese Begegnung mit dem Herrn, auf diese Stille mit dem Herrn. Aber an diesem Abend ist auch die Seherin Jelena zu den Priestern gekommen und hat Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, sie hat den Hinweis gegeben, wie die Anbetung gestaltet werden kann und soll. Ja, sie hat gemeint, man sollte die Stelle von Matthäus 6, 24 bis 34 lesen und betrachten. Ja, das ist die Stelle von der Bergpredigt. Dort, wo Jesus sagt, dass man nicht zwei Herren dienen kann, man muss sich entscheiden, man kann nur einen Herrn dienen. Und wo er dann von den Blumen am Feld spricht, von den Lilien,
von den Vögeln am Himmel. Ja, und dass man keine Sorgen haben braucht. Man soll wissen, dass Gott Vater sich um all das sorgt. Um das, was sie zu essen haben, die Vögel, und das, wie sie gekleidet sind, die Lilien am Feld und das Gras, was wir sehen. Jesus möchte nichts anderes, dass wir mit seinen Augen unsere Welt sehen, wie Gott Vater sie sieht. Ja, wir sollen mit den Augen Jesu die Welt sehen und Gott Vater erkennen. Die Liebe Gott Vaters erkennen. Und das aber dann auch im Alltag. Das, was im Alltag geschieht. Wir sollen überall die Anwesenheit Gottes erfahren. Jesus geht ja mit uns. Wenn er zu uns gekommen ist, dürfen wir ihn auch in unseren Mitmenschen anbeten, die Liebe hegen, die er uns geschenkt hat in der Anbetung. Und so hat diese Anbetung dann sehr vieles bewirkt. Ja, am zweiten Abend hat die Gottesmutter dann gemeint, sie hat sich wieder bedankt, dass so viele gekommen sind. Und dann hat sie den zweiten Wunsch den Bewohnern hier von Medjugorje gesagt: Bekehrt euch, ihr in der Pfarre. So werden sich alle jene bekehren können, die hierher kommen. Ja, das ist ein großer Wunsch der Gottesmutter, dass die Menschen sich bekehren, ja, dass sie wirklich Gott in ihrem Herzen tragen und aus der Anbetung, aus der Eucharistie heraus bekommen wir die Kraft, weil Christus das Ziel unseres Lebens, ja, das Ziel der ganzen Geschichte schon da ist und uns diese Kraft gibt, wie wir leben sollen. Und am dritten Tag der Anbetung, am dritten Donnerstag, hat dann die Gottesmutter noch Folgendes gesagt: Betet ohne Unterlass das allerheiligste Sakrament des Altares an. Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt. Die Gottesmutter möchte, dass wir immerwährend, ja, dass wir Gott im Allerheiligsten Sakrament ohne Unterlass anbeten. Das geht aber nicht, dass wir immer vor dem Allerheiligsten sitzen, ja, sondern dass wir ihn mitnehmen in unseren Alltag. Ja, die Gottesmutter möchte uns begleiten. Ja, das ist die geistliche Mutterschaft Mariens, von der Johannes Paul II. Auch sehr, sehr oft gesprochen hat, die besonders in der Eucharistie erkennbar wird. Christus, der sich uns ganz hingibt, der möchte auch uns, dass wir ihm das nachmachen, dass wir ihm für die anderen ganz hingeben. Ja, da wird der Himmel auch offen, nicht nur in der Eucharistiefeier oder bei den Erscheinungen, sondern auch im Alltag, wenn wir etwas mehr tun, was notwendig ist, wo wir die Liebe wirklich leben, zu der uns die Gottesmutter immer wieder und immer wieder angespannt hat. Ja, und dann geschieht etwas Interessantes. Fast genau drei Jahre danach, es war am 16. März 87, hat die Gottesmutter über Maria Pavlovic dann, es war ein Montag, angeregt, dass am Samstag sich alle Gebetsgruppen hier in Medjugorje treffen möchten und dass sie eine Anbetung halten von 23 Uhr am Abend bis 6 Uhr früh am Sonntag. Das war eine Überraschung damals für uns alle. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns vor der Kirche gesammelt haben und dann Pater Slavko hat das Allerheiligste Sakrament ausgesetzt und wir haben die ganze Nacht durch gesungen, gebetet, Stille gehalten.
Und die Gottesmutter hat der Maria aber Folgendes gesagt: Ich wünsche, dass ihr in meinem Dienst seid und ganz mein Widerschein werdet. In der Anbetung können wir ganz im Dienst Gottes sein und ganz sein Widerschein der Gottesmutter werden in unserer Welt. Die Friedensbringer, wie Gottesmutter uns den Frieden aus der Unendlichkeit, aus unserer Erfüllung schon bringt, so dürfen auch wir durch unser kleines Zutun dieser Widerschein der Liebe und des Friedens Gottes in unserer Welt sein. Und bei der Anbetung empfangen wir diese Kraft und diese Gabe. Und nach dieser Anbetung hat die Gottesmutter dann wieder folgende Botschaft gegeben: Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet, wie viele Gnaden Gott euch schenkt, würdet ihr Tag und Nacht beten. Deshalb bitte ich euch, eure Mutter, betet und regt andere zum Gebet an. Die Gottesmutter hat uns da ein Geheimnis offenbart, ja, was sie uns aus Liebe gesagt hat. Ja, dass wir die Gnaden Gottes annehmen, dass wir uns öffnen, dass wir, wenn wir das erfahren, dass wir dann Tag und Nacht beten könnten. Ja, wir können in der Beziehung zu Gott bleiben. Wir können in der Beziehung zu allen Menschen bleiben, jederzeit. Im Heiligen Geist haben wir diese Beziehung. Und die Gottesmutter schenkt uns diese Gnade, dass wir ständig in der Anwesenheit Gottes sein können und die Nahrung und die Liebe für so viele Menschen, mit denen wir verbunden sind. Und dann sagt sie, dass wir die anderen zum Gebet anregen sollten. Ja, und da möchte ich euch vielleicht einen Impuls geben, dass ihr so wie die kleine Jelena, die damals zu den Pfarrern und zu den Priestern und Verantwortlichen der Pfarre hier in Medjugorje gegangen ist und gesagt hat, dass sich die ganze Pfarre einmal, die ganze Gemeinde einmal sammeln soll. Ja, dass sie sich vor den Allerheiligsten sammeln sollen. Und dass dann die ganze Gemeinde gemeinsam vor dem Allerheiligsten still wird. Da geschehen sehr viele Wunder. Ja, von vielen wird berichtet, dass die Menschen, die die Botschaften von Medjugorje annehmen, dass da die Erneuerung der Kirche geschieht. Und die Erneuerung der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung. So möchte ich euch heute segnen mit dem Segen der Gottesmutter, die sie uns immer wieder gibt. Euch bitten, dass ihr diesen Segen und diese Liebe den Menschen weitergibt. Wir empfangen diese Gnade, diese Liebe vom eucharistischen Herrn. So seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.